Agnieszka von der Warschauer Polizei kennt die Obdachlosen der polnischen Hauptstadt gut. Ohne ihre Hilfe wären diese vielleicht schon verhungert oder erfroren. Manche leben sogar unter der Erde, wie Gosia, die seit 11 Jahren hier wohnt. Hier ist es im Winter angenehmer, Systeme der städtischen Heizung verbreiten wärmere Luft. Die Leute vom Sozialamt waren hier sogar mit der Direktorin. Ich habe sie gefragt, ob ich finanzielle Hilfe erhalten könnte, aber sie haben gesagt, nein, sie bekommen nichts. Ich trinke halt gern mal einen. Leute wie ich bekommen keine Hilfe. Eine Station weiter. In dieser Holzhütte am Stadtrand leben Wlodzimierz und Monika. Monika ist ein Bein amputiert worden. Sie erhält keine Invalidenrente und kann keine Arbeit finden. Ihr Partner verdient 1500 Zloty im Monat. Das sind gerade mal 350 Euro. Er geht putzen. Wir versuchen alles, um hier rauszukommen. Wir wollen eine Wohnung mieten. Aber nicht mit 1500 Zloty. Offiziell gibt es in Polen zwischen 80.000 und 130.000 Obdachlosen. Es werden immer mehr. Armut betrifft nicht nur die, die unter der Erde oder in Holzhütten wohnen, auch die, die in ganz normalen Häusern leben, verarmen. Die Situation ist nicht einfach. Vielen geht in Polen das Geld aus. Sieben Prozent der polnischen Bevölkerung leben in extremer Armut. Und das, obwohl das Land eines der wenigen in der Europäischen Union ist, wo die Wirtschaft noch leicht wächst. Immer mehr Menschen nehmen Dienste wie hier bei der Caritas in Warschau in Anspruch. Was hier gekocht wird, wird größtenteils finanziert durch ein EU-weites Hilfsprogramm, dessen Zukunft aber ungewiss ist. Dank des EU-Programms können wir hier Suppe für 800 Leute kochen. Ohne diese Hilfe aber müssten wir dicht machen. Die EU-Fördermittel sind aber nicht nur für die Obdachlosen bestimmt. Hier geht es auch um Jobs. Anna verdient für ihre Arbeit in der Suppenküche 300 Euro im Monat. Zum Leben reicht das nicht. Wir überleben gerade so. Mein Mann ist arbeitslos. Von der Caritas bekomme ich selbst Essenspakete und auch hin und wieder Kleidung. Wir halten uns gerade noch so über Wasser. Dostaję ubrania, paczki dla dzieci na święta. No i jakoś tam dalej idzie. Projekte wie das der Caritas gibt es in Polen im ganzen Land. Foodbanks nennt man solche auch im EU-Jargon. Wir haben eine weitere solche in Łódź besucht. Finanziert wird das Programm im Wesentlichen aus den Fonds der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. €500 Millionen im Jahr lässt sich Brüssel die Hilfe für die Armen kosten. Finanziert werden Produzenten vor Ort. Dies sind zum Beispiel wie in diesem Fall Milchfabriken wie Mlekovita. Das sind sehr gute Verträge für uns, das gibt Sicherheit. Wenn man einmal so einen Vertrag unterschrieben hat, dann hat man Kundenqualität und man wird zu 100% auch bezahlt. Nun aber hat Deutschland den Europäischen Gerichtshof angerufen. In den Augen Berlins soll diese Art von Sozialhilfe von den jeweiligen Ländern im Rahmen ihrer Sozialpolitik geleistet werden. 2014 könnte das Programm erneuert werden, doch dagegen gibt es regen Widerstand. Neben Deutschland sind auch die Niederlande, Schweden, Österreich, Dänemark, Großbritannien und Tschechien dagegen. Die neue Vorlage der EU sieht vor, das Programm herunterzufahren. Das hat dann mit der Realität nichts mehr zu tun.
Denn die Armut wird weiter ansteigen, das besagen alle Zahlen. Das Budget für unser Programm jedoch soll halbiert werden. Europa muss aber solidarisch sein. Die Stärkeren müssen sich für die Schwächeren einsetzen. Polen alleine kann das nicht stemmen. Insgesamt profitieren 18 Millionen Menschen in über 20 Ländern von dem EU-Programm. 1,5 Millionen dürften es alleine in Polen sein. Was hier passiert, wenn die Finanzhilfen wegfallen, weiß hier niemand. Denn andere Finanzierungsquellen sind spärlich gesät. Und nicht zuletzt geht es hier auch um Arbeitsplätze. Wenn es diese europäischen Hilfsmittel nicht gäbe, dann hätten wir hier keine Arbeit mehr. Und die ganzen armen Familien, die wir hier haben, die finden doch woanders nichts zu essen. Manche haben 4 oder 5 Kinder und sind arbeitslos. Viele Familien stehen hier am Rand des Abgrunds. Sie schaffen es nicht allein. Man muss ihnen helfen, damit sie wieder von vorn anfangen können. Besonders hart trifft es oft die Rentner. Meine Rente ist so niedrig. Was soll ich mir von 420 Zloty schon kaufen? Nichts. Hätten wir nicht diese Hilfe, wüsste ich nicht, was wir tun sollten. Wir würden es nicht schaffen. Das kann ich Ihnen sagen. Die Nachfrage in den Essensausgabezentren steigt, doch die Hilfen sollen weniger werden. Für viele hier ist das ein Szenario, an das sie gar nicht erst denken wollen. Ich bekomme zurzeit eine festgelegte Sozialhilfe und zusätzlich noch Essensgeld für meinen Sohn. Ich kann so gerade noch entweder die Miete oder den Strom bezahlen. Wenn das Essensgeld wegfällt, dann geht die Sozialhilfe für Lebensmittel drauf. Dann fliege ich bald aus der Wohnung. Das Einzige, was dann noch überbleiben könnte, sind Spenden von einzelnen Wohltätern. Aber darauf will sich hier niemand verlassen. Hinzu kommt, dass die Bedingungen hierfür in Polen nicht gerade günstig sind, wie uns der Manager eines Warschauer Supermarktes erklärt. Was in Polen einfach viele abschreckt, ist die Mehrwertsteuer. Selbst wenn man etwas spenden will, muss man die Mehrwertsteuer mitbezahlen. Das ist dann schon fast so, dass es einfacher ist, etwas wegzuwerfen, als es zu spenden. Es ist aber ein neues Gesetz geplant und hoffentlich ändert das etwas. Dann wird es einfacher, etwas zu spenden. Und so hoffen die Obdachlosen hier wie anderswo in Europa eines Tages nicht nur mehr vom guten Willen einiger weniger abzuhängen.